So my girl to pipe down, need it right now. Lately I've been going till the lights out. Got my face up and my eyes down. So Martin, wohin geht's euch? Wir fahren heute zum Maximilian Pollux. Ich bin mega gespannt, aber es ist mega heiß. Ich hoffe, bei dem ist irgendwie klimatisiert oder sowas. Aber schauen wir mal. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Ich bin gespannt, was für Fragen der hat. Der Maximilian, der hat ja auch schon eine Story gehabt auf Instagram, wo er seine User gebeten hat, ein bisschen Fragen zu stellen. Und da bin ich gespannt auf jeden Fall. Wir haben erstmal die Karre vollgetankt, dass wir auch da hinkommen nach Mainz. Wie viel sind es mit Dennis? 160 Kilometer? 160 Kilometer muss ich sagen. 160 Kilometer und dann machen wir uns jetzt auf den Weg. Wir gehen jetzt ins Kaffeehaus. Coming straight from the underground. Geil. 10 Euro. Was? 10 Euro bei der Kaffee. Also 5 Euro pro Kaffee. Der muss gut sein. Got my face up and my eyes down. Shorty, now you know what this is like now. Der Kaffee ist lecker, aber es ist einfach nur abgefuckt heiß. Ehrlich. Ich sterbe. Shorty got a wave, we've been chilling by the ocean. Now I got a big drop top and I'm rolling. And I told my girl I'ma be up till the morning. Feeling like I'm so. Das Wetter wird heute sehr schön, 34 Grad, milder Sommer, heiße Sommer. Ich mache nur Spaß, das sieht aus wie bei der Wetterstation. Auf jeden Fall wird es sehr warm, glaube ich. Wir sind auf der Autobahn, Wetter ist mega, fast schon zu mega. Und ja, Dennis, was geht? Wir haben uns ja gerade ein Cappuccino geholt von der Raststätte. War noch mal für große Männer auf Toilette. Und ja, in einer halben Stunde sind wir beim Maximilian Pollux oder sagen wir mal so in Mainz. Und um 13 Uhr treffen wir uns mit ihm. Und vielleicht ergibt sich ja auch nachher noch die Möglichkeit, für unseren Kanal was aufzunehmen mit ihm. Vielleicht bei einem leckeren Eis. Genau, weil der Maximilian hat uns nämlich gesagt, hat mir schon gesagt, dass es da ein paar coole Flecken wohl gibt. Und die lassen wir uns mal zeigen und vielleicht kriegen wir es dahin, mit ihm noch ein Eis zu essen und mit ihm noch so ein bisschen zu quatschen für unseren Kanal. Ne? Aber schauen wir mal, wir fahren jetzt mal weiter und melden uns dann auf jeden Fall nochmal, wenn wir angekommen sind. So Dennis, wir sind da. Was gibt's bei dir? Was für Brokkoli und Hühnchen? Milchprep ist auch fertig. Corona-Speck muss weg. Hast du mir auch was gemacht? Wir können uns gerne teilen, wie Susi und Strunch. Ja, wir suchen uns nachher noch ein bisschen Sushi, oder? Mhm. Schön Sushi. Klingt gut. Also. So Martin, was geht? Wie war's? Erzähl. War mega gut. Maximilian hat mir auf jeden Fall gut durch die Mangel genommen. Hat krasse Fragen gestellt. Aber mega Typ. Und ich ist jetzt gerade kein Essen. Weil ich einfach so Hunger habe. Wir gehen aber jetzt noch essen mit Maximilian. Das pumpe ich mir da auch noch rein. Und wir holen jetzt den Hund, Maximilian. Und dann gehen wir noch essen. Und dann gehen wir heute Abend noch ins Chip, oder? Ja, genau. Video ist abgedreht. Hier draußen ist es kühler als in seiner Wohnung. Ja. Oder in seinem Studio, besser gesagt. Was ist zwar so heiß, ich bin auf diesem Sofa geklebt und Maximilian auch. Aber hat Spaß gemacht, ein cooler Typ. Und jetzt freue ich mich, wenn wir entspannt essen gehen. Oder Dennis, du hast auch Bock. Ja, natürlich. Weil du hast ja jetzt auch Hunger, ich esse ja deins jetzt. Ja, Bruder, ich habe heute nichts gegessen, außer einen Löffel, weil du mir Druck gemacht hast. Danke, dass du mir das gemacht hast. Gerne. How long I had prayed for these blessings, took my L's and turned them to lessons. I go take it, I'm not in the begging. If I'm breaking bread, it's only with the brethren. Martin, musst du noch was sagen? Ich will sagen, es hat mega Spaß gemacht heute mit Maximilian, auf jeden Fall. Ja, richtig cool, das Interview war mega real. Er hat auch kritische Fragen gestellt, so wie ich es auch erwarten würde. Gut vorbereitet. Gut vorbereitet, super vorbereitet. Und ich hatte viel Spaß auf jeden Fall. Wir haben Boxen jetzt noch kennengelernt, hat mich auch mega gefreut. Und jetzt gehen wir Sushi essen. Und dann noch ins Gym. Auf geht's. Und Franzi kommt auch mit, genau, da lernt ihr mal Franzi kennen. Von 1 bis 10, wie war das Interview? Also ich muss mir immer noch Luft nach oben lassen, weil ich nicht so viel Vorerfahrung habe. Aber ich würde schon sagen, das ist an der 10 gekratzt auf jeden Fall. Ja. Also so 9,5 würde ich sagen. Und die 0,5
Abzug gibt es, weil es halt so, so heiß war und ich an diesem Sofa geklebt habe. Aber Maximilian ja auch. Von daher, war richtig geil. Coole Fragen. Er hat auch kritisch nachgefragt. So, da habe ich ja, ist mir auch wichtig. Und war cool, auf jeden Fall. Hat richtig Spaß gemacht. Und wir werden uns auch wiedersehen. Der Maximilian wird auch mal zu mir kommen. Haben wir besprochen. Und dann wird es auf meinem Kanal auch noch ein bisschen mehr geben mit Maximilian. Auf jeden Fall. Da freue ich mich schon drauf. Ja, und jetzt habe ich aber Hunger. Und mir ist heiß. Und ich will nach Hause. Und dann ins Training. Und ich habe Kopfschmerzen, Mann. Was zu trinken wäre jetzt schon geil, Dennis, oder? Ja, aber wir sind hier in so einem neuen kompletten Viertel. Hier gibt es halt noch nichts. Hier ist alles noch unter Baustelle. Na, guck mal, hier darf man die Brücke. Also, Dennis, jetzt sind wir endlich im Auto, ey. Aha, so geht's mir auch. So geht's mir auch. Jetzt gehen wir uns einen Sushi-Laden suchen. Oh, Klimaanlage knallt rein auf jeden Fall, geil. Oh, ey, es ist so heiß. Nö, kommt nix. Und weißt du schon, wie wir hinfahren oder fährst du einfach? Ja, du bist immer der Manager von aber ich hab doch, mein Handy ist doch hier gerade drauf. Warte, ich muss jetzt. Wie soll ich das managen? Wir gehen Sushi essen auf jeden Fall jetzt und dann melden wir uns von da nochmal, was wir uns so Schönes können. Was machst du da? Ich mache die Buchhaltung von dem Buddha Sushi Land. Nein, Spaß. Wir sind fertig mit der Bestellung. Boah, ich hab so Hunger, Mann. Ich muss. Hi. Hi. Darf ich dir auch ein bisschen Sojasauce kredenzen? Natürlich. Nigiri. Boah. Lecker? Ja, Mann. Jetzt wird geballert, komm. I'm in the big leagues. Told him don't miss me. Ballin' like Houston. Ey, feeling like. Ich hab eine kurze Frage. Was? Hast du nicht irgendwas von Diät erzählt noch vorhin beim Sushi essen? Ja, Alter, Bruder, du hast gesagt, wir sollen Eis essen. Ja, ich Cappuccino Teil 2. Jetzt wird noch mal ein bisschen Automatenkaffee gegönnt, unser Ritual, wenn wir unterwegs sind. Dennis, was darf es sein? Cappuccino bitte. Too much that I've been through, so I put it all in that review. Clean money in a black whip, got old problems with a friend's new. Yeah, I'm in the big leagues, told him don't miss me. Ballin' like. So, wir sind im Stau. Knallhart im Stau. Dennis. Aber war ein sehr schöner, aufregender Tag. Viel, viel Neues erlebt, viele Erfahrungen gesammelt. Ja, Mann, war mega. Ja? Mhm. Also mir hat es auch Spaß gemacht. Grüße nochmal an Maximilian. Grüße an Maximilian auf jeden Fall. Mega Typ. Also auf jeden Fall, ja, wir haben gedacht, wir sind ein bisschen früher zu Hause. Jetzt stehen wir im Stau, aber wir sind versorgt. Ich habe noch Zigaretten, das ist das Wichtigste. Und der Dennis hat noch hier sein O2 am Nuggeln. Und jetzt fahren wir nach Hause und dann mal gucken, wie es von der Zeit reicht. Der Dennis wird heute noch ins Gym gehen vielleicht. Mal gucken. Der muss halt jetzt Eis wegtrainieren, das er sich von sein Diät-Eis. Ja, das ist gerade so entspannt, weißt du? Sonnenuntergang. Wir zwei im Auto. Jetzt Stau. Ja, das übertreibt aber mal nicht. Test, Test. Hört ihr mich? Test, Test. 1, 2, 3. Motorgeräusche. Bipapo. Keine Motorgeräusche. So, wir sind zu Hause angekommen, hatten ja noch ein bisschen Stau. Auf jeden Fall war es ein geiler Tag. Ich bin ziemlich platt, muss ich sagen. Dennis, du? Ja. Auch, ne? War irgendwie anstrengend. Ich muss jetzt noch eine Stunde heimfahren. Der Dennis muss noch eine Stunde heimfahren, der hat mich ja gefahren. Danke, Dennis, weil ich habe ja leider immer noch keinen Führerschein. auf jeden Fall hat es Spaß gemacht. Wir waren bei Maximilian, mega Typ, richtig cool gewesen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ihr Bock habt auf mehr Vlogs und Content in die Richtung, schreibt in die Kommentare. Ansonsten gern abonnieren, Glocke aktivieren und wir sehen uns im nächsten Vlog.